Zeit für Pokémon Stadium und den Minispiel-Gedöns-Club hier. Da oben steht der Kids-Club da im Hintergrund. Und ihr habt es tatsächlich geschafft, ja, das Pipi-Duell-Dingens-Gedöns, also ihr Singen mit Pipi zu überstimmen. Und zwar mit dem Härtner-Duell. Alter, das ist manchmal echt krass. Manchmal kommt so eine Welle auf einem Spiel. Naja, egal. Ich denke mal, oh Gott, ich bin ein Kokuna. Ich mag Saftkorn viel lieber, weil die haben so einen spitzen Schädel da. Denk mal eher, dass der mal einen Stein aufspalten kann. Ich meine, der runde Kopf, der geht doch ja daran zu Bruch, was da auf mich hinabstürzt. Okay, Gelb wurde aber schon mal erwischt mit dem Saftkorn-Schädel. Smack und Smack. Ich versuche mal ein bisschen konzentriert zu bleiben. Ist gar nicht so leicht, das da nebenbei zu kommentieren, ohne Witz. Zack. 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 Zack, zack, zack. Oh, grün wurde erwischt. Smack. 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 Haha. Noch wurde ich nicht getroffen, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich meine Konzentration verliere. Übrigens mag ich schon mal was im Voraus ankündigen. Ich bin das Wochenende leider nicht da, das heißt, da wird's nur. Ach du Scheiße. Ah, da wird's nur vermindert Parts geben, leider. Oh Gott, Gelb wurde richtig hart erwischt. Alter, ich will wenigstens weiter werden. Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Alter, das war so knapp. Ich hab ganz, ganz kurz gedrückt, bloß noch in der Hoffnung. Alter, nur ganz kurz. Pling, pling und dann... Naja, ihr versteht schon. Alter, das war ganz skillig. Das muss ich ja gerade mal mir selbst als Lob zugestehen. Pokémon sind registriert. Ja, ich hab dieselben genommen wie vorher. Mein Team gefällt mir wirklich sehr gut. Aber wir sind nur in einem Hyperball. Und ich denke mal, hier wird's Hyper, Hyper. Nein, wir zitieren jetzt keine Textstellen aus irgendwelchen kommerziellen Liedern. Nein, nachher kriege ich noch einen Stress hier. Und ja, das habe ich keinen Bock drauf. So, was hat Elena? Vorrangig irgendwas, was gegen Psycho anfällig ist, oder? Na, da habe ich doch meine Mittel gegen. So, dann nehme ich den noch mit und den noch mit und den noch mit und den noch mit. Ich habe auch schon gesehen, da warten die ersten 53er-Gegner auf mich. Dürfte also schwerwiegender, also auf jeden Fall heftiger werden. Oh yeah. Mögen die Spiele beginnen? Nein, wir sind nicht irgendwie bei der Olympiastadion oder so. Hier sind wir bei Pokémon gelandet. Und das ist auch ganz gut so. Ich glaube auch, die Musik hat sich vom Superball zum Hyperball Cup da irgendwie verändert, oder? Möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Auf jeden Fall bei Bokarne. Das klingt irgendwie so ein russischer Name oder so. Boah, ich weiß noch, da kann ich aus Schulzeiten einen, der hieß Sergei und das ist eigentlich ein ganz, ganz gängiger russischer Name. Und wir deutschen Idioten haben da immer Sergei draus gemacht. Und boah, ich fand das so ätzend. Ich sag, warum? Bloß weil die Namen halt ein bisschen anders klingen. Das ist wie Benjamin und Benjamin Blümchen, nicht wahr? Namen sind immer eine gute Methode, da irgendwie gemobbt zu werden. Ich bin mit meinem Namen bisher eigentlich mit keiner. Da kann man nicht viel draus machen, wie. Außer Kai aus der Kiste, aber das habe ich selber geprägt. Also ich bin da überwiegend verschont geblieben. Slimehawk ist auch schon... Alter, was ist das denn hier? Ist ja voll easy peasy oder so. Ja, nee, auf jeden Fall ich erwähne, dass ich am Wochenende nicht da bin. Da wird es nur vermehrt Videos geben. Ich bin nämlich auf einer Jugendweihe und da ist nichts mit Videos online stellen. Das wird da eher schlecht möglich sein. Und ich denke mal, so ein freies Wochenende tut mal ganz gut. Das dürfte also kein Hals und Bein muss sein. Ich kann ja vielleicht ein, zwei Parts im Voraus produzieren. Dann geht das alles schon. Aber hier ist erstmal der Angriff. Die Oma-Motte, die Moto. Klingt wie so ein kleines Moped oder so. Moto. Ein Motorola, oh mein Gott. Was war das gerade? Das Ding viel lebt noch? Das hätte ich ja nicht erwartet. Nochmal Psychokinese. Der Angriff konnte uns rein gar nichts anhaben. Bam! Headshot! Und nun ist die Oma-Motte trotzdem tot. Oh, Mott! Das mit der Oma-Motte habe ich schon seit kleinstem Kind aufgeprägt. Keine Ahnung warum, aber das... Von dem Wort her kam es immer so vor. So, unser erstes Kontinent eingesagt. Unser Sicherheitspolster für die nächsten schwierigeren Kämpfe. Ich denke mal, auch wenn jetzt der Hyperball wirklich wieder schwerer wird, dann denke ich mal, werde ich die Parts wieder in 3, 3 und 2 Kämpfe cutten.
weil wenn ich die letzten vier Kämpfe wieder in einem Part fassen würde, könnte es da sein, dass ich da mal zwei oder ein oder zweimal verliere. Und dann ist ja das Problem, dass der Part extrem lange geht. Also denk mal, da werde ich mir schon was Geschicktes einfallen lassen. Was haben wir denn hier? Erde, Erde, Erde. Erde, 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 Erde. Nee, Spaß beiseite. Was nehme ich denn jetzt? Also auf jeden Fall hilft mir Erde. Ja gut, das habe ich jetzt auch mitbekommen, aber... nicht gegen Pflanze. Und Elektroball ist ja auch noch so ein Ding, ne? Das ist ja extrem schnell und... kann bestimmt Explosion, die fiese Potsau. Vielleicht soll ich einen Ort... Nee, das bringt mir gar nichts hier. Das ist jetzt natürlich eine Frage, ne? Ich kann natürlich auch... Nee, das bringt mir auch nichts einfach. Ich würde sagen, dann nehme ich einfach das... den, ja, das bringt ja auch noch was und naja, dann nehme ich noch den mit. Mir fiel bei der Auswahl gerade wirklich schlecht, was ich nehmen sollte. Ja, aber das wäre anfällig gegen Blitz gewesen. Blitzer, der ging gar nichts gut. Den Donnerblitz hätte ich dann nirgendwo einsetzen können. Oh, und da ist schon das 54er Elektroball. Ein wohl würdiger Gegner für unser Nidoking. Auch wenn ihm... Oh Gott, nein! Da, 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 da. Oh, das wird heftig! Ach, ist ja süß. Das ist ja viel schwächer, als ich dachte. Ja, du bist viel Level höher. Sag mal, mach doch mal Schaden, Junge. Hier, Erdbeben. Kabuns. So sieht's aus. Bäh. Ihr habt... Oh, nee, oder? Ach, naja, okay. Der Hyper... Wisst ihr was? Ich dachte schon, er will Pokémon tauschen, aber nein, er muss sich wieder aufladen. Hyperstrahl verzögert sich ja immer um eine Runde. Mann, du Ashiwa, Schwarz! Das wollte ich schon mal machen. Da sind die Augen direkt wieder rausgeflippt, so richtig plupp. Am besten wäre doch, wenn so richtig schöne Glasaugen wären, so flupp und dann raus so. Erinnert mich an den einen komischen Vogel bei Flucht der Karibik, der auch mal sein Auge verloren hat. Boah, nee, Kopfkino aus. Oh. Guck mal, Gelatine. Was für ein blöder Wortwitz. Wie ist das eine fortführende Attacke? Da! Kannst du so stehen lassen, Mann. Was war das denn gerade für ein Dreck? Nein! Nein! Wieso setze ich jetzt da auf Raserei ein? Ficken! Hey, ich wusste gar nicht, dass das eine anfolgende... Tatsache, ich kann es machen. Oh nein, Hyperstrahl! Nein! Schlitz! Ja, ein Treffer! Der war ja schwach, Alter. Oh! Angriff nimmt zu, oh yeah! Und jetzt Raserei! Aber es wird nicht viel mehr abziehen. Volltreffer mit Angriffserhöhung, das hat kaum was abgezogen. Ist das lame! Oh, es muss sich aufladen. Und ich muss immer noch Raserei machen, oder was? Warte, sind nur 10 KP, damit kann ich ja eh nicht warten. Das war ein Fail, Raserei hätte ich nicht einsetzen dürfen. Und da ist dann wieder der Hyperstrahl. Oh, Entschuldigung. Oh Gott. Oh, es verfällt den Raserei, sein Angriff nimmt zu, wieder mal. Das bringt doch alles gar nichts. Das zieht auch kaum was mehr ab. What? Bam! Ja. Ein guter Treffer. Bist du blöd? Ich habe eine zweifache Angriff erhöhen, das zieht gar nichts ab. Es muss sich aufladen. Und ich habe das Gefühl, immer nur wenn er angreift, steigt mein Angriff. Also, man ist halt in Raserei immer drinnen muss man Dauerangriffe machen, das ist ja Fail. Ja, das ist Fail, man. Ich würde auch dort Pokémon auslaufen, obwohl das bringt ja eigentlich kaum was. Aber na gut, wenn er jetzt Hyperstrahl einsetzt. Ach nee, er setzt mega. Oh Gott, Fail. Wow, mega sauber. Das finde ich ja nicht gut. Und der Omnom nimmt sich nochmal ein paar KP von dem bisschen zurück, was wir ihm abgezogen haben. Oh, ist das Fail. Obwohl Erdbeben hätte mir auch nicht so viel mehr gebracht. Also, ich glaube, da bin ich am besten bestellt. Das bringt mir eher weniger. Obwohl, wartet mal, ich hab da gerade einen Wink. Zeit für Gengar. Ich weiß, der hat nur einen Donnerblitz normalerweise zum Angreifen. Aber es geht hier um reine Effektivität. Hyperstrahl trifft nicht und der Megasorder würde so gut wie nichts abziehen.
Und ich kann mit Nachtnebel ja meine konstanten 50 KP Schaden machen und das bringt mir einen Vorteil. Nein, nein, nicht schon wieder Stachelrotze. Oh nee. Warum geht das nicht daneben? Ja. Ich mache den Kampf hier gerade schwerer als unbedingt nötig. Alter, der fängt wirklich an. Ach, viel ziehst du mir eh nicht ab. Also für extrem nichts effektiv war das aber gerade ganz schön viel, finde ich. Nachtnebel, Smeggen, Bash. Tangalela, Tangalelalon, Typi wurde gekillt. Ich weiß noch, die Weiterentwicklung Tangolos oder wie es heißt. Fand ich so hässlich, als das rauskam. Ich glaube mit der, was heißt die fünfte Generation oder was schon die vierte? Ich weiß jetzt nicht mehr. Das fand ich ein bisschen Gangster. Die Weiterentwicklung von Electric, die später noch kommt, die fand ich cool. Aber wie es jetzt heißt, weiß ich nicht mehr. So, na gut, wenn ich paralysiert bin, dann darf ich auch andere Schweinereien machen, nicht wahr? Oh Gott, das wird reinzwiebeln. Oh nein, nein! Doch, ein elektrisierender Schlag! Obwohl, es geht eigentlich noch. Also, ich hatte 126, das ist eigentlich noch verkraftbar. Ich hoffe, die Hypnose trifft und wird punkten, weil dann kann ich mit Nachtnebel lange, lange Zeit... Oh, Menno! Manno! Warum war ich? Oh, Mann, ey! Ficken! Ganz ruhig und sachlich werde ich mich hier ans Commentating ranbegeben. Ich war... Bäm! Oh Gott, Volltreffer! Boah! Warum haben die immer so viel Glück? Ja, und ich Hypnose. Ja, trifft nicht. Ja, Donnerschlag, Volltreffer. Das ist verwirrt. Pass auf, jetzt macht er gleich Donnerschlag und nochmal Volltreffer und dann bin ich trotzdem down. Aber ich nichts erreicht. Hau dich mal selber, Alter. Ja! Whip! Bash! Auf die Schnauze, so sieht's aus. Da, 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 Nachtnebel. Bam. Ja, das hat gesessen, Mann. Auf die Schnauze, du Assi. Also wenn er sich jetzt nochmal selbst boxt, dann dürfte ich Glück haben, dass ich damit noch vom Sieg davon komme. Aber das wird... Und oh, schon wieder ein Volltreffer. Aber das kann doch nicht wahr sein. Nein, Gänger, bleib stehen! Ich kann nicht mehr. Du bist ein Geist, Mann. Du kannst auch fliegen. Du musst nicht umfallen. Oh, Mann, ey. Fails über Fails hier. Gleich im ersten Part. Raserei. Hypnose gilt daneben. Donnerschlag. Zweimal Volltreffer. Gewinnen werde ich trotzdem, denn Elektrik ist schon zur Hälfte angeschlagen und ich habe noch Kadabra voll aufgefresht. Daher wird es Zeit für die Psychokinese. Denn schneller bin ich ohnehin. Dagegen kannst du nichts machen. Bam! Electek wäre down. Und er kriegt wieder seinen epileptischen Anfall, bevor er umfällt. Das ist so böse. Kampf Nummer 2 wäre damit ebenfalls gewonnen. Alter Scheiße, ich glaube, wenn ich jetzt wirklich 4 Kämpfe mache, dauern die hier länger. Denn die Gegner werden doch zusehends härter, das muss man doch ehrlich sagen. Sie kommen einfach nicht mehr mit hier Carpador, Raupi an und so. Nee, das gibt's hier nicht mehr. Also ich denke mal, nach dem Donner werde ich dann erstmal so einen kleinen Cut machen bis zum nächsten Part. Ich denke mal, das macht sich ganz gut. Und wir haben hier einen Haufen Mischungen. Oh Gott, 2 54er. Oh Gott, ich denke mal, die werden auch auf jeden Fall dabei sein. Mit wem könnte ich da gut punkten? Das wäre eine gute Idee. Ich weiß aber nicht, was ihr Gengar kann. Die können immer andere Attacken als meine Pokémon. Das finde ich mal ein bisschen fies, muss ich sagen. Ich nehme mal das mit. Das wäre aber auch noch eine ganz gute Wahl. Das und... das ist eine gute Sache. Was nehme ich denn jetzt? Ach, ich nehme den noch mit. Da wusste ich gerade wirklich auch nicht, was ich wählen soll. Also auch das Pokémon-Pensum, also das, was sie an Typen haben, wird deutlich breiter gefächert schon von Anfang an. Im Pokéball waren ja da manchmal Pokémon, die nur Käfer hatten, nur Feuer, was weiß ich für ein Zeug. Und da war es immer sehr leicht vorauszuplanen. Aber hier hiergegen hätte ich eh nichts gehabt, denn hier ist ja das einzige Effektive ohnehin Käfer. Ist mir eigentlich egal, ob ich jetzt hier Starmie draußen habe. Er kann mit seinen Psycho-Attacken nicht punkten, denn die sind ja selbst Psycho und das wäre nicht sehr effektiv. Ich hingegen kann mit Surfer meinen vollen Pensum an Stärke auspacken. Also, Splash, du Assi! Du, wie sieht das Pantimos anders aus? Ich habe die Farm anders in der... Oh Gott, Metronom und Donnerblitz, das ist unfair. Ey, das ist so asozial.
Da kriegt der Pisser einfach mal eine sehr effektive, richtig starke Attacke. Ey, ist das fies oder was? Du alter Arsch, du bist down. Alter, da kriegt der einfach einen Donnerblitz geschenkt. Ist das fies? Wenn ich Donnerblitz einsetze, kriege ich eigentlich grundsätzlich nur irgendeinen Scheiß geschenkt. Oh, ein Volltreffer. Das war jetzt für mich ganz hilfreich. Denn es wäre durchaus möglich, dass er diesen Surfer nochmals überlebt hätte. Weil er war, glaube ich, noch über der Hälfte der HP. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Da war der Volltreffer denn doch eine Sicherheitsmaßnahme, nicht wahr? Oh, Chanera. Ich habe so ein Gefühl, dass das Donnerblitz drauf hat. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, ich sollte den Sternschauer benutzen, weil das Ding ja einen extrem hohen Speziwert hat. Und dadurch gegen Speziangriffe echt gut gesichert ist. Die Verteidigung hingegen ist total im Eimer. Mal gucken, wie das fruchtet. Ich probiere es einfach mal aus. Zeit für den Sternenschauer. Ja, yeah, hast du schon mal eine Sternschnuppe gesehen? Ja, doch, für den Sternschauer auf jeden Fall, ne? Badada. Oh Gott. Ey, das ist doch unfair, oder? Er kriegt ja echt Superzahn. Der immer genau die Hälfte unserer aktuellen AP abzieht. Alter, ist das mies. Oh, irgendwie ein Metronomzucker, oder? Ich versuch's mal jetzt mit Surfer, ob der mehr abzieht. Ich habe keine Ahnung. Einfach Just of Twang. Erstmal ein Frosch im Hals, ja. Ist ja beim Let's Play wieder richtig günstig. Und da seht ihr es, der Sternschauer zieht tatsächlich mehr ab. Das hätte ich nicht gedacht. Fail. Ja, das kann ich doch ausnutzen, wenn er jetzt versucht, mit Konter zu punkten, dann nehme ich lieber den Surfer. Spoosh! Ja, ein Treffer. Da, da, da. Los, komm, mach mal einen Konter. Komm schon. Nein! Der geht daneben! Alter, der geht dir völlig daneben! Alter, meine Hypnose vorne ist auch daneben gegangen! Das geht daneben, Alter! Das hat nicht funktioniert! Ich werde nochmal Surfer machen, denn dann bin ich auf der sicheren Seite. Hä, wieso das auf einmal? Oh, Gengar. Also das dürfte von unserem Surfer auf jeden Fall mächtig eins aufs Fressbrett kriegen. Ja, hier ist der Angriff, Mann. Yeah, und Splash. Volltreffer. Oh yeah, der war nice. Oh. Ich muss aber sagen, er hat dem sehr gut standgehalten. Dafür, dass es ein Volltreffer war? Ich glaube, da bin ich noch nicht mal mehr mit dem nächsten Surfer über die Runden. Ja, das glaube ich eher weniger. Los, mächtiger Splash! Ja, das war klar. Scheiße, Alter. Nein! Fick dich! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Der Angriff zeigt keine Wirkung. Das gerade wird ja ein spannender Fight hier und die Gegner werden schon wesentlich stärker. Hier sind sie nicht mehr zu unterschätzen. So sieht es aus und Splash! Die Restwäsche hat den Gänger doch umgefegt. Er konnte nichts gegen uns punkten. Ja, das will ich doch mal festhalten. Naja, austauschen, Volltreffer, Surfer, Hypnose daneben, Surfer down. Das war natürlich jetzt sehr glücklich. Ja, ich muss sagen, dafür, dass er das gleiche Level hat wie ich. Also dafür hat er extrem viel Surfer ausgehalten. Oh, Chanera ist nochmals dran. Ne? Ich frage mich ja, was er dann gegen uns einsetzen wird. Soll ich versuchen, mit Sternschauer zu punkten? Ich könnte noch ein Continue kriegen, wenn ich Glück habe. Wisst ihr was? Ja, das ist die Idee. Ich tausche aus. Um mir so mein Continue zu sichern. Ich denke mal, das ist eine ganz kluge Sache. Und dabei werde ich mal ganz kurz einen Schluck trinken. Entschuldige ich das mal ganz kurz. Ich glaube, meine Reaktion war gerade auch zu verstehen, obwohl ich gerade was getrunken habe. Entschuldige das. So, Donnerblitz trifft ja hier zu 100%. Oh, schön, ich liebe Donnerblitz. Thunderblitz. Fouls. Und auch das mache ich ein zweites Mal. Und dann ist er auch down. Ey, der versucht es immer noch. Und irgendwann, ja, es wird irgendwann funktionieren. Ach, wie süß. Das klang aber gerade schnuffig, muss ich sagen. Los, wach auf. Los, Wecker. Klingelingelingeling. Scheiße. Oh, oh. Wieso kriegen die immer so eine guten Attacken mit Metronom? Alter, das ist doch unfair. Ja, sehr effektiv. Und oder.
Das war 8-fach Effektivität, das hat so wenig abgezogen? Ne, 4-fach ist nicht wahr, 8-fach ist falsch. Dafür hat es aber extrem wenig abgezogen, muss ich sagen. Aber naja, Scharnierer hat halt nicht die besten Angriffswerte. Alter, ist das unfair. Ey, ich finde das richtig asozial. Oh, ich bin aufgewacht. Oh, Body Check. Aber das durfte nicht so viel abziehen. Nur läppische 18 KP und er kriegt noch ein paar KP Self-Damage. Na, okay, 4. Das macht's jetzt nicht unbedingt. Sie schenken sich wirklich nothing. Nimm mal wieder little bit language of Denglish, nicht wahr? Die Language. Scharnierer ist down und ich habe mein Container mir gesichert. Eins, so, ja doch, alle drei down. Tschüssi, Mann. Und damit hat mir Blitzer den Sieg gebracht. Aber das Erdbeben mit Volltreffer war schon fies. Ey, Metronom, sehr Effektivität-Attacke, denn eine sehr starke Attacke. Das hätte auch sowas wie Schaufler kommen können, oder? Intensität. Aber ausgerechnet Erdbeben und dennoch noch ein Volltreffer. Ich glaube, der hatte gerade sehr viel Glück. Der Mr. Jongleur. Ich denke mal, hier geht es dann im nächsten Part weiter, Freunde. Ich denke mal, hier freue ich mich, denn das wird hier deutlich spannender als die vorigen Kämpfe. Bis dann wieder mal. Macht's gut. Haut da rein. Und ciao. Und vergesst nicht auch für Minispiele zu voten. Obwohl da eigentlich gerade ziemlich viele Stimmen sind. Aber egal. Ihr könnt ja wieder mal ein bisschen Voting reinschmeißen. Also bis dann, Freunde. Macht's gut. Haut da rein. Und ciao.